Schalömchen, Freunde des guten Games, hier ist der Wegrenner und ich praktiziere wieder. Ja, wir sind heute, wie ihr seht, unterwegs. Man kann es da hinten so ein bisschen sehen. Wir haben Betriebsausflug, haben uns natürlich aber so ein bisschen Arbeit mitgenommen. Nein, das ist nicht die Wahrheit. Es ist nicht die Wahrheit. Nein, die Wahrheit ist ja, wir haben Betriebsausflug und ja, wir sind halt alle besoffen und jeder fährt mal gerne im Krankenwagen und haben wir einen erwischt. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir den wieder hinkriegen, ohne dass das einer merkt. Irgendwie muss ich eben eine Herztransplantation machen und dann schmeißen wir ihn an der nächsten Ecke wieder raus, wenn er einigermaßen dicht ist, ne? Dass wir da keinen Ärger kriegen, ne? Ich meine, halb Gott in Weiß hin oder her, ne? Ich glaube, wir könnten da schon so ein bisschen so eine Rüge bekommen, wenn wir hier einen umbringen, ne? Mit Krankenwagen, ne? Und dann noch besoffen. Das ist so nicht unsere Art, wir wollen Menschen helfen. Oh, 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 der Fahrer ist immer noch, der trinkt aber auch, der Willi. Das ist der Willi, ne? Der ist auch Chirurg. Der fährt gerade das Auto, oh, der hat aber auch getankt. Bisschen mehr als ich, habe zwei Flaschen Wodka drin, ne, 12 Bier. Er hat ja schon so fast das Doppelte, der hat ja heute Morgen schon angefangen, ne. Bei der Frühschicht. Ja, ihr seht, ja, wir wollen Menschen helfen, wir tun unser Bestes. Und er kann froh sein, dass er von uns angefahren wurde und nicht von irgendeinem Raudi, der einfach weiterfährt. Nein, wir bringen das hier nämlich alles in Ordnung. Seht ihr das? Erstmal nehme ich die nutzlosen Rippen raus und nutzlose Lunge und nutzloses Herz, Milz, Leber, Niere, alles das nutzlose Zeug. Guck mal, da hat er noch eine Flasche. Ja, das ist jetzt natürlich Orangenlimonade, steht drauf, aber ist natürlich keine Orangenlimonade drin, Freunde. Das ist Aprikosenschnaps drin, ist auch klar, ne? Dass man dazwischendurch, wenn die Hand ein bisschen zittert, dass man sich mal so einen Schluck nehmen kann, dann läuft das auch ein bisschen besser. So, aber das sieht ganz gut aus. Blutverlust pro Sekunde ist going, ne? Also geht, geht, ist nicht so schlimm. Und die Rippen, ja, wunderbar, sie sind alle raus. Ich habe es immer noch drauf, Freunde. Trotz meiner Gichthände und meinem Alkoholproblem habe ich es alles noch drauf. Feuerlöscher weiß ich jetzt nicht so wirklich, ob wir den mit einbauen, ne? Vielleicht, wenn er Sodbrennen hat, würde er sich freuen, wenn er da noch einen Löscher drin hätte. Aber nee, es geht hier einfach nur ums Herz. Oh, oh nein, oh, Blutverlust. Hoch, hoch, hoch. Ich muss sofort eine Spritze ergreifen und sie mir in den Wanst jagen, damit ich die Blutung stoppen kann. Wie gut, dass ich das studiert habe, irgendwann mal vor 40 Jahren. So, immer mal rein in die Lunge. Zack. Ja, da kann ja nichts passieren. Da darf man so reinstechen. Das macht nichts. Und? Blutung gestillt? Ja. Ah, Patient wird überleben. Was? Blutung gestillt. Aber mein Bierdurst nicht. Naja, aber ich muss mich erstmal hier auf die Arbeit konzentrieren. Mir wurde ein Bier versprochen. Wenn ich das hier eben in Ordnung bringe, ich meine, so eine Herztransplantation, das mache ich doch in 5 Minuten, ne? Gut, es ist ein bisschen knifflig hier im Krankenwagen und dann noch mit einem besoffenen Willi. Hieß der Willi? Ja, ne, ich glaube, der hieß eben noch Willi. Ja, ich hab halt einen Tee. Ich kann mir doch den Namen meines Kollegen nicht merken, wenn ich besoffen bin. Ja, auf jeden Fall, oh, Tür ist schon offen, ne? Oh, sind die Bremsen festgestellt, sonst rutscht uns gleich raus. Obwohl, da wäre das Problem auch gelöst. Nee, nein, nein, nein. Ich habe einen heiligen Eid geschworen oder irgend so ein Quatsch, weiß ich nicht mehr genau, dass ich irgendwie alles mache und nicht dem wehtun soll und auch nicht wegen des Geldes, sondern nur wegen der Passion, ne, und so. Ja, und deswegen mache ich das jetzt hier auch. Ja, gut, die Brieftasche haben wir natürlich genommen. Wir müssten ja wissen, wie er heißt, ne, und ob er sich die OP auch leisten kann, ne. Da haben wir erstmal die 500 Euro aus dem Portemonnaie genommen. Wir wollten gleich noch in Sextempel gehen, alle Mann, ne, alle ganze Abteilung. Und dann wollen wir mal gucken, was wir da so machen. Aber ich muss mich jetzt, bevor ich hier an Sextempel denke, Freunde, ne? Da geht es richtig ab, ne? Da haben wir richtig viel zu operieren. Offene Wunden noch und nöcher. Ne, bevor ich da an Sexualitäten denke, in einem heiligen Haus, so, Sextempel, ne? Muss ich erstmal hier die Scheiße durchschneiden. Ne, ja, nennen wir das Kind beim Namen. Es ist doch alles scheiße hier. Das ist alles kaputt. Der ist doch bestimmt schon 85. Ist er bestimmt. Lohnt sich das jetzt noch? Soll man nicht einfach die Tür auf- und rausschieben? Ich meine, selbst wenn man den jetzt so findet, wer macht sich denn da noch einen Kopf oder Gedanken oder versucht irgendwie da was rauszukriegen? Der ist auch schon so alt. Denken sich viele, ach, der war schon so alt. Ist ja nicht so schlimm. Da wollen wir jetzt mal keine Nachforschung anstellen. Gehe ich mal von aus. Also ich würde das so machen, als zum Beispiel als Polizist oder so, ne? Ne? Ich helfe Menschen gerne. Ich helfe reichen Menschen total gerne. Aber nicht ja so einem armen Schlucker, ne? Warum müssen wir auch einen Obdachlosen überfallen? Ja gut, wo hatte er die 500 Euro, fragt ihr euch, ne? Ja, das frage ich mich auch. Auch, der war bestimmt ein Dieb, ne? Und Deep Inside His Heart ist er aber eigentlich ein guter Kerl und deswegen schneide ich mir jetzt erstmal irgendwie was ab. Dass das die Vena Cava Superior, ich weiß es nicht, ne? Ne, eher so die Speiseröhre, ne? Es ist eher die Speiseröhre, jo. Sie führt dich hinunter in den Magen. Give it to me, baby. Ah, danke. Ich muss hier noch so ein bisschen mit der, weiß ich nicht, mit der kleinen. Mit der Flex muss ich noch ein bisschen. Ah,
dass ich mich hier nicht selbst verletze, ne? Ja, kein Wunder. Ich habe eine total verhornte Haut, ne? Hände eines Chirurgen, wie man so schön sagt, ne? Gebt mir das Messer! Ich muss... Ja, man muss leider alles rausnehmen. Magen, Speiseröhre, weil ich muss ja, will ja ein Herz transplantieren, ne? Aber wie gesagt, das ist ja sehr viel Nutzloses, ne? Viel gesünder ist ja auch das anale Essen, wie ihr vielleicht schon wisst, ne? Und daher braucht man Magen nicht unbedingt, ne? Rektal wird gegessen, ne? Gibt's auch schon ganz tolle Restaurants für, habe ich mal reingeguckt, ist echt spaßig, ne? Wie sie da alle das anale Essen praktizieren, ist toll. Ist ganz toll, ne? Dann noch schön Schnaps hinterher, oh, das brennt. Das brennt wie Feuer, aber tut auch gut, wärmt schön. Wärmt von innen. So, oh Gott, Blutverlust, ich muss mich jetzt beeilen! Nein, das schaffe ich doch niemals, ich muss das alte Herz rausnehmen. Es ist raus, da vorne liegt das neue, das Spenderherz. Oh Gott, jetzt nimm es dir doch. Ich glaube, ich muss es wieder nur so reinschmeißen. Ich schaffe es. Es muss aber richtig rumliegen. Nein, das reicht nicht. Ich muss das noch ein bisschen drehen. Oh, ist ja spannend, werden wir es schaffen oder werden wir es nicht schaffen. Mein Gott, gleich ist er blutleer. Ja, schaffen wir. Mann, jetzt dreh dich doch mal, du Drecksherz. Das ist aber ein Scheißherz. Scheißjob. Mensch, OP abgeschlossen. Ab ins Sextempel. Feiern und Vögeln füttern. So, das hat aber richtig Spaß gemacht. Ich hab's immer noch drauf, ich hab's gewusst. Ich bin einer der besten Chirurgen der Stadt. Ich bin Chirurg. Nee, das lassen wir mal mit dem Singen. Das ist nicht so mein Ding. Ich bin nur ein Punkrock-Sänger. Abonnieren, kommentieren, Däumchen hoch, wenn noch nicht geschehen. Mehr will ich auch gar nicht sagen. Danke fürs Zuschauen, ne? Bis zur nächsten OP. Dr. Renny sagt Danke und Tschüss.